Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins, die Ultimate Edition. In der letzten Folge hat uns ja Al Ho aus der ersten Folge uns feige hintergangen, indem er das ganze Schloss angreift. Und er hat schon unschuldige Menschen getötet. Und das geht so nicht weiter. Wir müssen aus dem Schloss fliehen und unseren Vater finden. Da rein. Da seid ihr ja. Ich hab... Bryce! ...mich gefragt, wann ihr kommt. Beim Erbauer, was ist los? Du blutest ja. Hausmänner haben mich zuerst gefunden. Hätten mich fast umgebracht. Er darf nicht damit durchkommen. Der König wird... Bryce, wir müssen dich von hier wegbringen. Wenn ich... aufstehe, sterbe ich vermutlich. Unsinn, du bist wieder gesund. Ah, mein Schatz, wenn das so einfach wäre. Sobald Hausmänner durch das Tor brechen, finden sie uns. Wir müssen fliehen. Jemand muss Fergus erzählen, was passiert ist. Und dich rächen. Ja, Rache. Bryce, nein! Der Gesindegang ist gleich hier. Wir können gemeinsam fliehen. Du brauchst einen Heilzauber. Das Schloss ist umstellt. Ich schaffe es nicht. Der Tyrann hat leider recht. Noch kennen die Männerhaus diesen Ausgang nicht. Aber sie haben das Schloss umstellt. Es wird schwer, an ihnen vorbeizukommen. Dann seid ihr Duncan, der graue Wächter? Ja, Herrin. Der Tyrann und ich wollten schon früher zu euch. Meine Tochter half mir, hierher zu kommen. Dem Erbauer sei Dank. Das überrascht mich nicht. Werdet ihr uns helfen, Duncan? Nee, warte, erstmal bedanke ich mich, dass er meinen Vater gerettet hat. Ich fürchte, euer Dank kommt zu früh. Ich bezweifle, dass er gerettet ist. Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen. Sie kommen. Duncan, ich flehe euch an. Bringt meine Frau und meine Tochter in Sicherheit. Das werde ich, eure Lordschaft. Aber ich fürchte, auch ich muss euch um etwas bitten. Was ihr wollt. Was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Bösen, das diese Welt bedroht. Ich kam auf der Suche nach Rekruten in euer Schloss. Angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brut kann ich nicht mit leeren Händen abreisen. Ich verstehe. Sprecht ihr über mich? Ihr habt euch bis zu mir vorgekämpft. Ich glaube, die Absichten des großen Erbauers sind klar. Ich bringe die Tyrannar und eure Tochter nach Ostagar. Dort erzählen wir Fergus und dem König, was passiert ist. Und dann wird eure Tochter ein grauer Wächter. Solange Hau bestraft wird, bin ich einverstanden. Dann seid ihr bei den grauen Wächtern willkommen. Kämpft an unserer Seite. Ich nehme euer Angebot an. Gut, dann lasst uns rasch aufbrechen. Bryce, bist du sicher? Unsere Tochter wird nicht durch Hausverrat sterben. Sie wird leben und die Welt verändern. Geh mit Duncan, mein Schatz. Ohne mich ist eure Chance zu entkommen viel größer. Elinor. Sag nichts, Bryce. Ich werde jeden töten, der durch diese Tür kommt, um ihnen Zeit zu verschaffen. Aber ich werde dich nicht verlassen. Mutter, willst du das wirklich tun? Ich will sagen, dass ich sie liebe. Dann lebe, mein Schatz. Werde ein grauer Wächter. Und tue, was richtig ist. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Unser Leben war gut. Wir haben alles getan. Nun ist es an unseren Kindern. Geh, mein Kind. Warne deinen Bruder. Wir lieben euch beide. Ihr macht uns stolz. Sie sind durch das Tor gebrochen. Wir müssen gehen, jetzt. Gib auf dich Acht. Oh Mann. Echt schlimm. Auf geht's nach Ostagar.
Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige Graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ist sie das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan. Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal persönlich begegnet sind. Wisst ihr überhaupt nicht, dass mein Vater tot ist? Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Vielen Dank, Eure Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Wann wird er zurückkehren? Nicht vor Ende der Schlacht, fürchte ich. Bis dahin können wir ihm noch nicht einmal eine Nachricht schicken. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die Dunkle Brut zu richten. Sang Al Hau dafür bezahlt wird, bin ich zufrieden. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Das ist alles so furchtbar, ey. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die Dunkle Brut gewonnen. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der Dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Aber nicht hoch genug, um auf die Verstärkung der Grauen Wächter von Orlais zu warten. Er denkt, unsere Legende allein mache ihn unverwundbar. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Taryn Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Wovon sprichst du? Welches Ritual? Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitungen. Wir müssen bald anfangen. Warum ist das Ritual so geheim? Der Beitritt ist gefährlich. Ich kann dir jetzt nicht mehr darüber sagen, außer, dass du bei Zeiten alles erfahren wirst.
Bis dahin musst du darauf vertrauen, dass alles, was geschieht, notwendig ist. Bin ich euer einziger Rekrut? Nein, zwei weitere Rekruten sind bereits hier. Sie haben auf unsere Ankunft gewartet. Du hast gehört, was der König gesagt hat. Er ist auf einer Erkundungsmission in der Wildnis und es gibt keine Möglichkeit, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Okay. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. So, da bin ich wieder. Auch wenn ich euch gefragt habe, warum ich gerade in eine weiche Blende kam, ich musste, das Spiel ist mir abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Das kostet mich jetzt gerade so dermaßen an. Jetzt schauen wir uns mal hier um. Ui. Ganz schön riesig hier alles. Lalalalalala. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Euch auch. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter der Brücke. Du findest mich dort. Ja, ich finde dich dort. Hallo, ihr müsst der Rekrut der grauen Wächter sein, der Duncan hierher gebracht hat. So. Erst ein bisschen hier Geschicklichkeit. Kann ich hier mit Schlösser knacken? Oder kann ich das mit Klugheit machen? Manchmal das hier und setze eins hier drauf. Und das mache ich auch mal direkt als nächstes. Verbesserte Manipulation. Plus. Knaufschlag. So, gucken wir mal, was hier ist. Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört werden. Ja, ist ja schon gut. Huch, wer ist das denn? Hier stehen wir zu dieser Stunde. Seid gegrüßt, junge Dame. Ihr seid Duncans neueste Rekrute, nicht wahr? Er ist kein Mann, der leicht zu beeindrucken ist. Ihr solltet stolz auf euch sein. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Wynn, eine der Magierinnen, die der König hierher gerufen hat. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Es ist mir wirklich eine Freude und ich wünsche euch viel Glück auf dem Schlachtfeld. Genau genommen wünsche ich das uns allen. Werdet ihr an der Seite des Königs kämpfen? Nicht direkt. Die grauen Wächter stehen an vorderster Front, nicht die Magier. Aber auch wir haben unsere Aufgabe. Um die dunkle Brut zu besiegen, müssen wir zusammenarbeiten. Allerdings scheinen das noch nicht alle begriffen zu haben. Habt ihr schon mal gegen die dunkle Brut gekämpft? Ja, gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der dunklen Brut und dem Nichts? Ich weiß, dass das Nichts der Ort ist, an dem man geht, wenn man träumt. Jedes Mal, wenn euer Geist euren Körper verlässt, ob im Traum oder im Tod, betritt er das Reich, das wir das Nichts nennen. Es beheimatet viele Geister. Manche von ihnen sind freundlich und andere eher nicht. Im Herzen des Nichts liegt die Schwarze Stadt. Was ist die Schwarze Stadt? Manche meinen, die Schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den Ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Ich habe die Geschichte schon einmal gehört und ist sie wahr? Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Ich erledige einfach alle dunkle Brut, die ich sehe. Das ist eine weise Haltung. Sie hat mich in der Vergangenheit weit gebracht.
Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Der Tod stimmt. Ist nicht gleichbedeutend mit Versagen, meine Freunde. Was haben wir hier? Solltet ihr ihn finden, dann werdet ihr nicht euren König im Stich gelassen, sondern... Oh, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Wenn ihr in dieser Schlacht fallt und im Land über dem Wind... Was haben wir denn hier so alles? Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Wisst ihr, wo der König ist? Ich glaube, er trinkt mit den Grauen Wächtern im Lager. Ihr müsst wissen, dass er große Achtung vor ihnen hat. Genau wie sein Vater vor ihm. Überreden. Erzählt mir vom König. Ihr müsst ihn oft sehen. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den Grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taryn Loghain sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Ich habe so meine Zweifel. Das wird die kommende Schlacht zeigen. Genauso denkt auch der Taryn. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taryn ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Wegen der Königin? Sie ist die Tochter des Taryn. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Wie ihr wünscht. Gehen wir mal weiter. Ihr nähert euch dem Zelt von Taryn Loghain. Was ist euer Anliegen? Erzählt mir von Taryn Loghain. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Loghain wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Taryn machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die dunkle Brut ohne Loghain niemals besiegen würde. Ist der Taryn in seinem Zelt? Was macht er? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Ein wenig könnt ihr mir doch bestimmt von ihm erzählen. Ich bitte um eine Audienz beim Taryn. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Dunkels neuer grauer Wächter, nehme ich an. Ja, das bin ich. Kaelins Faszination für die Grauen Wächter geht weit über das Übliche hinaus. Wusstet ihr, dass sein Vater euren Orden zurück nach Ferelden geholt hat? Er scheint diese Faszination nicht zu teilen. Die Wächter sind beeindruckend, aber bei weitem nicht so bedeutend, wie Kaelin denkt. Ihr kommt mir bekannt vor. Habe ich euch auf dem Landding gesehen? Mein Vater war Taryn von Hyewa. Der König hat mir von seinem Versprechen berichtet. Ich bin mir sicher, dass er alles dafür tun wird, es zu erfüllen. Ich nehme nicht an, dass ihr mit dem Rest eurer Kameraden in die Schlacht reitet, oder? Ich weiß es nicht. Wenn Kaelin seinen Willen durchsetzt, wird es so sein. Jetzt muss ich meine Arbeit fortsetzen. Falls ihr an Gebete glaubt, solltet ihr darum beten, dass unser König offen für Weisheit ist. Ich halte ihn nicht besonders zu mögen. Er ist Mareks Sohn und der Herrscher über mein geliebtes Ferelden. Und er ist noch jung. Ich bemühe mich, das nicht zu vergessen. Und das solltet ihr ebenfalls tun. Also ich mag ihn jetzt schon nicht. Was ist hier oben? Seht es euch genau an, Männer. Dieses verfluchte Ding ist dunkle Brut. Sie sind stark und listig. Aber glaubt den Geschichten der alten Weiber nicht. Man kann sie töten. Wenn ihr sie oft genug mit euren Schwertern aufspießt, sterben sie. Ihr Blut ist schwarz wie die Sünde und giftig. Denkt nicht einmal daran, sie zu berühren. Ihr Blut würde euch verderben. Dann könnt ihr euch auch gleich selbst das Leben nehmen. Wir haben schon mehrere Hunde verloren. Faszinierend. Es soll die Schlacht werden, in der wir diese dunkle Brut zurück unter die Erde jagen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glaube. Geh ich einfach mal weiter und guck mich mal ein bisschen hier um. Was für eine Aussicht. Ach, da ist jemand und betet. Komm ich auch nicht ran. Gesegnet seien die, die unter den Augen...
Wenn gleich vor mir nur Dunkelheit liegt, wird das Licht des Erbauers. Die lässt sich nicht anquatschen. Säcke. Sehr schön. Lassen wir es mal da liegen. Und gehen mal zurück und schauen uns ein bisschen noch im Lager um. Ah ja, ich kann nicht springen. Ich will mal mit Leertaste will ich springen. Es gibt viele Aber das geht ja gar nicht. Viele verschiedene Arten. Wir erhalten Berichte über die. So, was haben wir hier Schönes noch? Entschuldigt mich. Ich muss die Hunde für die Schlacht vorbereiten. Okay. Die Hälfte von ihnen ist krank vom Blut der dunklen Brut. Es ist einfach schrecklich. Okay, tut mir leid, dass ich gestört habe. Asche. Wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taryn Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die schwere Mission ist. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort. Wenn ihr etwas mit den Aschekriegern zu besprechen habt, solltet ihr euch an unseren Kommandanten wenden. Ja, ist das schon gut. Dann gehe ich jetzt mal weiter. Ach, hier ist noch jemand. Also, kann ich dir... Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Und wer bist du? Mein Name ist Davith. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hatte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Ist das nicht ein bisschen paranoid? Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Vielleicht tun sie das. Wir werden sehen. Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Sie zwingen dich, hier zu sein? Nach dem, wovor Duncan mich gerettet hat, kann ich nirgendwo mehr hin. Aber egal, es ist wohl Zeit, zu Duncan zurückzukehren. Ich werde da sein, falls du mich brauchen solltest. Okay. So. Quartiermeister. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Was, wenn es so wäre? Eigentlich bin ich auf der Suche nach Ausrüstung. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Oh, was hast du noch Schönes? Quartiermeister. Mabari-Kekse. Nam, 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 nam. Ui, ja, ich habe noch nicht so viel Geld. Ich habe erst 43 Kupfer. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Lasst mich eure anderen Waren sehen. Solange ihr es für euch behaltet. Säurefläschchen, Brandbombe. Interessant. Der hat ja interessante Sachen. Okay. Ah, da komme ich nicht ran, verdammt. Wer ist das denn? Ein Besänftigter. Willkommen, junge Frau. Wer seid ihr? Ich bin einer der Besänftigten. Ich gehöre dem Zirkel der Magie an. Aber anstatt Zauber zu wirken und Bücher zu lesen, verbringe ich meine Zeit mit Verzauberungen. Weiter? Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Ich spreche ziemlich seltsam. Warum tut ihr das? Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Die Kirche hält die Magie für eine Sünde. Sie hält nicht die Magie an sich für eine Sünde. Sie sagt nur, dass sie zur Sünde führt. Und diese Argumentation ist nicht unbegründet. Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen, und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Keine Emotionen?
Kann ich mir so schlecht vorstellen. Wie wird man zu einem Besänftigten gemacht? Unsere Stirn wird mit Magie gebrandmarkt, wodurch unsere Talente und Gefühle ausgeschaltet werden. Soweit ich weiß, kann der Prozess nicht rückgängig gemacht werden. Schade. Das klingt nach einem grauenhaften Vorgang. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Ich empfinde Mitleid mit euch. Ja, ich empfinde nichts. Wie der Name schon sagt, ist mein Leben ziemlich sanft und friedlich. Ich bin am Leben, produktiv und für niemanden eine Gefahr. Das kann man kaum als schrecklich bezeichnen, oder? Doch. Vielleicht sollten wir uns über etwas anderes unterhalten. Braucht ihr Hilfe? Was genau ist eine Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die cool. Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Was wird's für Zauber? Ne, ich sollte gehen. Auf Wiedersehen. Kann ich ja später erfahren noch. Gehen wir mal weiter. Was ist da oben? Boah, das Lager ist so riesig, ey. Namen Andrastes segne ich. Ihr müsst sie überzeugen. Wir müssen fliehen. Die dunkle Brut kommt. Warum sagt ihr das? Ich habe sie gesehen. Wir werden sterben. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Was stimmt nicht mit ihm? Abgesehen von seinen Verletzungen wissen wir es nicht genau. Sein Blut ist nicht verdorben, aber er hat schreckliche Angst. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land. Sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Okay, dann hast du sie halt eben gesehen. Ist ja gut. Was haben wir hier noch? Ritter, Priester, Joey. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Richtig, wer ist ich? Ja, ich bin Liawa. Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Arl Eamon gedient habe. Ich wusste nicht, dass es Frauen gestattet ist, den grauen Wächtern beizutreten. Ich habe bisher noch keinen weiblichen Wächter gesehen. Ich bin ein Krieger, genau wie ihr. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr Duncan beeindruckt habt. Und das reicht mir. Ich hoffe, wir haben beide das Glück, bei den Grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Macht es euch nicht nervös, gegen die dunkle Brut zu kämpfen zu müssen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht nervös. Als ich noch ein Junge war, hat mir meine Mutter immer erzählt, dass die dunkle Brut die Kinder holt, die sich nicht benehmen. Das ist dummer Aberglaube, ich weiß. Aber es läuft mir immer kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, gegen sie kämpfen zu müssen. Wieso? War es ein böser Junge? Hat irgendjemand verraten, worum es bei diesem Beitrittsritual geht? Offensichtlich ein großes Geheimnis. Davis meinte, wir müssen vielleicht in den Wildnis gehen. Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Natürlich. Gut, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und in der nächsten Folge schaue ich mich ein bisschen hier im Lager weiter um. Bis dahin bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.